Präsident, meine Damen und Herren! Das Gutachten zur Forschung, Innovation und technologischen Leistungsfähigkeit in Deutschland ist alle Jahre immer wieder ein guter Ort, um zu schauen, wie die Forschungspolitik in Deutschland, wie die technologische Leistungsfähigkeit sich in unserem Land entwickelt hat. Und wenn man über Jahre diesen ganzen Prozess verfolgt, dann kennt man Zeiten, in denen kritisch und mahnend in diesem Bericht aufgezeigt worden sind, wo sind die Defizite in der Bundesrepublik Deutschland? Wo fallen wir zurück? Wo sind andere besser und schneller als wir? Und dann ist es richtig, wenn hier auch kritisch diskutiert wird und Veränderungen angemahnt werden und die dann auch vollzogen werden. Dieser Bericht, dieser EFI-Bericht im Jahr 2017 ist ein anderes Dokument. Ein Dokument, in dem deutlich beschrieben worden ist, wie in den letzten 10 Jahren die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Wettbewerb sich zurückgemeldet hat, wie wir investiert haben in Forschung und Entwicklung und wie wir am Ende eine große und starke Leistungsfähigkeit für unsere Wirtschaftsnation Deutschland zurückgewonnen haben. Und das ist ein gutes Signal. Wir sind eben nicht durch Zufall innovativer Exportweltmeister, sondern durch eine kluge Politik geworden. Zu Beginn der 2000er Jahre gab die Bundesrepublik Deutschland, die Wirtschaft, der Staat ungefähr 50 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Wir haben es geschafft, innerhalb von 10 Jahren diesen Betrag zu verdoppeln. Wir sind jetzt bei ungefähr 90 Milliarden Euro. Und diese 90 Milliarden Euro sind eine gemeinsame Kraftanstrengung. Sie beruhen auf unserer gemeinsamen Politik, die die Wirtschaft animiert, ihnen Möglichkeiten geschafft hat, einmal wirtschaftliche Möglichkeiten durch Steuerpolitik und anderes, durch eine gute Exportpolitik, aber vor allen Dingen auch durch eine Forschungsförderung, die es Unternehmen erleichtert, sich in diesem Bereich zu betätigen und damit etwas Gutes zu tun für sich selbst und für die eigenen Mitarbeiter, meine Damen und Herren. Diesen Weg gilt es weiter fortzusetzen. Denn das Wichtigste in der Forschungspolitik ist, dass sie nachhaltig ist. Kein Strohfeuer, was von einem auf das andere Jahr beginnt und dann wieder endet, sondern das Ganze hat nur einen Wert, wenn es wirklich über Jahre, über Jahrzehnte betrieben werden wird. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Zumindest ist uns unser fester Wille. Und als Zweites muss man Forschung und Wirtschaftspolitik denken, nicht als ein einzelnes Ressort, sondern als eine gesamte Aufgabe der Bundesrepublik und auch der Gesellschaft. Es beginnt eben schon in den Schulen. Es beginnt in dem gesellschaftlichen Klima, was wir haben, was entweder offen ist für Innovation oder nicht offen und was am Ende sich wiederfindet im Wirtschaftsministerium, im Forschungsministerium, in anderen Bereichen. Und das ist, der große Erfolg dieser Bundesregierung, dass sie es geschafft hat, über Ressortgrenzen hinweg Forschung und Entwicklung, Innovation zu einem gemeinsamen Schwerpunkt zu machen, meine Damen und Herren. Die Aufgaben in der Zukunft sind klar. Die Projektförderung, die im Bundesministerium für Bildung und Forschung resultieren, die aber auch im ZIM und bei der industriellen Gemeinschaftsforschung wichtige Ankerpunkte haben, müssen als stabiles Fundament weiterentwickelt werden. Wir setzen uns für die steuerliche Forschungsförderung ein, und wir sind alle miteinander der Meinung, dass dieses Projekt auch in der nächsten Legislaturperiode gelingen wird. Ich halte es für einen ganz wichtigen Beitrag, um international wettbewerbsfähig zu sein. Wir kämpfen für diese steuerliche Forschungsförderung, meine Damen und Herren. Darüber hinaus gilt es, die wichtigen Instrumente, die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, wie den Hochschulpakt, auch in den kommenden Jahren zu sichern. Sicherlich mit einer neuen Ausrichtung. Man kann nicht einfach nur alles weitermachen, wie es jetzt ist. CDU, CSU ist sehr der Meinung, dass wir darüber sprechen müssen, ob im Bereich der dualen Bildung mehr passieren muss. Ich bin entschieden der Meinung, dass wir die duale Berufsausbildung stärken müssen, dass wir das Konzept der höheren beruflichen Bildung durchsetzen müssen, meine Damen und Herren. Und wenn die SPD Konsens andeutet, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und trotzdem muss man auch im Bereich der akademischen Bildung gemeinsam mit Hochschulen, mit der Hochschulrektorenkonferenz, mit dem Wissenschaftsrat darüber sprechen, dass auch dort Veränderungen notwendig sind. Der Bologna-Prozess ist ein Erfolg, aber er ist jetzt schon in die Jahre gekommen und es ist Zeit, darüber nachzudenken, ob man ihn neu ausrichten muss. Das muss
passieren, wenn wir über die Frage sprechen, wie es mit dem nächsten Hochschulpakt und Geld aus dem Hochschulpakt weitergehen soll, wenn er dann am Ende ausgelaufen ist. Wesentlicher Träger unserer Forschung in Deutschland sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und wir waren es gemeinsam, die zunächst 3% Steigerung gemeinsam mit den Ländern vereinbart haben, dann 5%, und die uns jetzt in dieser Legislaturperiode bereit erklärt haben, diese 3% Aufwuchs, weil wir für Verlässlichkeit stehen, als Bund alleine zu tragen. Unser gemeinsames Anliegen, meine Damen und Herren, muss sein, dass in der kommenden Periode dieses Pakts für Forschung und Innovation wieder eine gemeinsame Finanzierung mit den Ländern erreicht wird, und zwar über das Niveau von 3% hinaus. Der Vorschlag eines Digitalpakts mit den Bundesländern ist aus meiner Sicht ein richtiger. Wir müssen in die digitale Bildung investieren. Und es ist ein gutes Ergebnis, dass dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gelungen ist, mit den Ländern gemeinsame Eckpunkte zu erarbeiten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass nach der Bundestagswahl in diesem Punkt es schnell losgehen kann. Dieser Digitalpakt, meine Damen und Herren, ist eine wichtige Angelegenheit. Wir haben heute Morgen an Helmut Kohl erinnert. Und ich bin als ehemaliger Ostdeutscher auch tief bewegt und beeindruckt über diese Persönlichkeit und über das, was seit 1990 in den neuen Bundesländern passiert ist. Und man muss dazu sagen, dass die 90er Jahre geprägt waren davon, dass man in die Infrastruktur investiert hat, in Krankenhäuser, in Schulen, in Straßen, in das, was in 40 Jahren DDR kaputt gegangen ist. Aber spätestens seit den 2000er Jahren ist das eigentliche Aufbau-Ostministerium das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und zwar deswegen, weil es mit einem ganz intelligenten Forschungs- und Förderkonzept unter dem Namen Unternehmen Region geschafft hat, Potenziale zu entwickeln, die noch nicht so gut waren, dass sie im eigentlichen Wettbewerb um Exzellenz bestehen können, die mittlerweile aber eine solche Exzellenz erreicht haben, dass sie beispielsweise bei dem Digitalgipfel jetzt der Bundesregierung in der vergangenen Woche als das Referenzprojekt ICAS, also der digitale Operationsraum, verwendet werden. Und das zeigt, dass wir erstens in den neuen Ländern damit erfolgreich gewesen sind. Und ich wünsche mir sehr, dass wir es schaffen, in der kommenden Legislaturperiode mit dem Programm Strukturwandel und Innovation für Gesamtdeutschland diesen Forschungsansatz auszuweiten, dass auch in den Regionen, die in den alten Bundesländern Probleme haben, die Sorgen haben wegen Braunkohle, wegen anderem Strukturwandel, dass wir dort helfen können und dort auch diese erfolgreichen Konzepte mit einsetzen können, meine Damen und Herren. Zum Schluss hat uns in den letzten Wochen sehr bewegt die Reform des Urheberrechts. Und ich will es an dieser Stelle ganz deutlich sagen, es ist ein Versprechen, eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, die Wissenschaftsschranke einzuführen. Die Gespräche darüber sind schwierig, wie das bei diesem Thema immer schwierig ist. Die Interessenlage ist sehr unterschiedlich. Wir wollen diese Wissenschaftsschranke, wir arbeiten daran und wir wollen sie noch in dieser Legislaturperiode verabschieden lassen. Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege Ralf Lenkert nun das Wort.